Hallo, mein Name ist Marco Blüken von der Dresden Marketing GmbH. Ich stehe hier vor dem Militärhistorischen Museum in Dresden und habe gleich eine Verabredung mit einem Pferd, genauer gesagt mit einem Pferdeskelett. Und ob es sich dabei um die nächste Sensation hier in Dresden handeln wird, erfahren wir gleich. Ich bin Hauptmann Martin Nagel, Presseoffizier im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Mein Name ist Jens Hans, ich bin ausgebildeter zoologischer Präparator. Pferdeskelette gibt es ja sicherlich einige. Was ist das Spektakuläre gerade an diesem Pferdeskelett? Dieses weist zwei typische Verletzungen aus der Zeit von 1813 auf. Wir haben hier zum Beispiel eine Verletzung im Beckenbereich, wie es hier ganz gut zu sehen ist. Die Kugel liegt auch schon noch da. Und eine Verletzung im Unterkieferbereich durch eine Musketenkugel, weil so wie es hier gefunden wurde mit der Originalkugel dabei, das gibt es ganz, ganz selten. Wann und wo genau wurde eigentlich dieses Pferdeskelett gefunden? Dieses Pferd wurde im Jahr 2004 in Leipzig, Ortsteil Lindenthal, gefunden. Ein Nebenschauplatz der Völkerschlacht. Die Schwierigkeit bei der Präparation besteht darin, dass das Tier bei der Bergung in sehr viele Einzelteile zerfallen ist. Das Pferd wird wieder so hergerichtet, wie es gefunden worden ist. Also die Knochen werden alle im Originalzustand wieder hingelegt. Wann wird das Pferd im Militärhistorischen Museum zu sehen sein? Das Pferd wird ab dem 6. September im Militärhistorischen Museum zu sehen sein. Es ist im Zuge der Sonderausstellung Blutige Romantik, 200 Jahre Befreiungskriege gegen Napoleon, zu sehen. Es wird eine Art Wohnvitrine werden, wo der Zuschauer bzw. der Besucher praktisch über das Pferd drüber gehen kann. Das heißt, das Pferd von oben beobachten.